Herzlich willkommen zu Henry und Jans Antiquitäten-Show. Und heute, du schaltest hier schon wieder dran rum, Schalt Mensch. und walte, Schaltest und wie ich waltest, möchte, genau. ne? Haben wir hier so ein bisschen Industriedesign und auch ein Stück Bauhausgeschichte hier stehen. Das ist eine Kaiser-Ideallampe. Heute wieder sehr dolle nachgefragt. Also die steht bei mir unten an den großen Tisch. Und da fragen immer die Leute, ob sie die kaufen können. Ne? Die kann man jetzt hier kaufen, weil ich habe meine schwarze. Okay. Die ist jetzt grün. Und ich habe meine schwarze jetzt erstmal weggestellt, weil die kann man dann jetzt kaufen und die schwarze aber nicht, weil da hänge ich so ein bisschen dran. Okay. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die wird auch nicht lange sein. Die Nachfrage ist ja immer besonders hoch bei den Sachen. Und schön ist, dass sie halt eben sehr beweglich ist, ne? Wie du das jetzt schon ausprobierst. Tipptopp und vor allen Dingen Tipptopp. ohne dass du das Gefühl hast, dass da gleich irgendwas zusammenbricht, ja. Also das ist ja hier ein Kugelgelenk Ganz hier genau. unten und hier oben auch und das ist tatsächlich auch ordentlich, ne? Ganz Also genau. da du merkst, dass da Industriedesign das nicht nur ein Name ist, ne? Sowas Ja, wird ja also. heutzutage auch nachgebaut, also jetzt natürlich nicht unter diesem geschützten Namen Ganz genau. Kaiser Idell, aber wird nachgebaut und das ist Katastrophe. Katastrophe, ne? Ja, also gut, man braucht ein bisschen Kraft, mal Freude und dann geht das auch richtig. Ja, na, wenn du es einmal eingestellt hast, ist ja gut, aber Fährst du du auch nicht mehr an, willst, ne? genau. Und ja, gut. Heutzutage sind die Leute vielleicht nicht mehr so kräftig oder so, deshalb. Oder vielleicht liegt es auch einfach bloß am Material, was die benutzen. Aber auf jeden Fall sehr schön. Auch nicht groß irgendwie mit Gebrauchsspuren versehen. Ja. Und gemarkt, Original, Kaiser Idell, wunderbar. Also es sind ja auch wirklich keine. Nö. Ne, also Also bin ich selbst begeistert von. Also nicht groß was dran. wirklich toll. Ja. Und die Leute fragen, kann man da eine LED reinmachen und so. Alles kein Problem. Einfach die alte Lampe austauschen. Hier ist jetzt auch eine Ja. LED drin. Ja. Macht alles keinen Unterschied, außer dann beim Strompreis, ne? Ja, Ja. und bei der Ja. Lärmentwicklung. Na, aber vielleicht kann man ja da bei dem Strompreis das schon vorwegnehmen, dass indem man hier ein Schnäppchen macht. Wird es ein Schnäppchen, oder? Naja, also sie ist jetzt hier bei 320 Euro angesiedelt Okay. und dann werden wir mal Dann sehen. muss man es einfach ausmachen, dann ein Ganz paar genau. Jahre, dann hat sich's wieder amortisiert, ja. Ganz Nee, genau. aber tolle Lampe, wirklich Nee. ein schöner. Also man kriegt sie in diesem Zustand auch mal selten, finde ich. Also es ist jetzt nicht Nee, so oft. die ist also auch drinnen hier Der der Innenschirm. Lampenschirm, toll. Da ist also nichts dran. Also sehr Ordentlich. schön. Und das ist, denke ich, die Original-Lackierung auch, ne? Ja, das Also ist das die ist. Originallackierung. Also hier, mal schauen, alles ordentlich. Ja. Schön noch der Filz drunter. Na? Ja, die hat immer einen guten Platz gehabt. Ne? Also, wenn ihr die bei uns nochmal sehen wollt. Einfach mal vorbeischauen. Unten auf dem großen Tisch steht es in der Antenne. Es sei denn, jemand hat sie schon weggekauft. Okay, also das ist jetzt eine, die man tatsächlich hier kaufen Die kann. ist eine, die Da man muss kaufen man kann. nicht warten bis zur nächsten Auktion am 6. Mai. Genau. Ja, ansonsten alle anderen Sachen sagen wir ja auch immer, wenn es die in der Auktion gibt oder dann hier zum Freiverkauf. Das ist was zum Freiverkauf hier. Kann man bei uns dann im normalen Ladengeschäft erwerben. Ist alle 3 Tage geöffnet oder wie ist es? Ja, Dienstag, Mittwoch haben wir geschlossen Okay. und die restlichen Tage sind dann geöffnet. Sonntags immer von 11 bis 16 Uhr, ansonsten immer von 10 bis 18 Uhr. Und im Januar ist immer unsere Schließzeit bis zum Februar, Okay. weil da ist hier in Quedlinburg nicht so viel los, merkt man dann auch. Also ist nur das Auktionshaus geöffnet und aber nicht für den Publikumsverkehr. Okay. Ja, und ja, da kann man uns eigentlich immer besuchen. Wenn man irgendwas Besonderes haben möchte oder so, kann man einfach anrufen, fragen, ob es noch da ist und dann können wir das auch versenden. Das ist alles kein Problem. Okay. Gut, also dann, wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Ansonsten steht es hier bei uns und dann noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.